Waren nicht diese ganzen Monate ein Wettlauf mit der Zeit? Ja, nun ist die Frage, wer mit wem um die Wette gelaufen ist. Ohne Zweifel hing die Führung der DDR hinter Entwicklung hinterher. Das wollte Gorbatschow ja auch mit seinem Satz sagen, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Aber auch die deutsche Politik musste ja erkennen, wie die Entwicklung gehen wird. Denn der Prozess der Vereinigung von unten war ja sehr weit fortgeschritten bereits. Und in dem Augenblick, in dem aus den Sprechchören, wir sind das Volk, der Sprechchor wurde, wir sind ein Volk, war klar, dass die Deutschen in der DDR das Angebot des Grundgesetzes auf Vereinigung angenommen haben. Und das war auch der Grund, warum ich in der Sache Bedenken gegen den 10-Punkte-Plan des Bundeskanzlers hatte, weil der ja noch von einem langjährigen Nebeneinander der Bundesrepublik in der DDR ausging mit konföderalen Strukturen. Auch die lehnte ich ab, weil konföderale Strukturen dazu geführt hätten, dass beiden deutschen Staaten weder Fisch noch Fleisch sind. Das heißt, alles das, was für unsere westlichen Partner wichtig war, nämlich der unbeirrte Fortsetzung des Kurses innerhalb der westlichen Gemeinschaften, das hieß europäische Einigung und westliches Bündnis, wäre in Zweifel gezogen worden. Und im Übrigen waren eben die Deutschen in der DDR ja nicht darauf aus, eine Konföderation zu machen, sie wollten die Vereinigung. Aber das berühmte Bild mit dem Fenster, was ein Spalt weit offen war, bestand die Gefahr oder haben Sie während dieser Monate auch die Gefahr gesehen, dass das Fenster nicht lange genug aufbleiben würde? An jedem Tag habe ich die Sorge gehabt, in Moskau könnte etwas geschehen, was dieses Fenster wieder schließt. Denn man muss sich ja mal vorstellen, welche geradezu historischen Veränderungen sich vollzogen. Nicht? Ja, im Grunde muss man einfach sehen, dass seit Beginn der Entspannungspolitik die Chance, die Vereinigung zu erreichen, zum ersten Mal auch real angestrebt wurde mit dem Brief zur Deutschen Einheit, der Teil des Vertragswerkes war. Ich habe in jedem Jahr vor den Vereinten Nationen darüber gesprochen. Und mit dem Beginn der Entspannungspolitik hört auch die Hilflosigkeit der westlichen Politik gegenüber Moskau auf. Man muss bedenken, 1953 Niederschlagung, blutige Niederschlagung des Aufstands in der DDR, westliche Proteste, sonst nichts. 56 dasselbe in Ungarn, 68 dasselbe in der Tschechoslowakei, 61 Bau der Mauer, Proteste, aber keine politische Strategie, die systemöffnend die Lage im Osten verändert. Das beginnt mit der deutschen Ostpolitik und stärker noch mit der Schlussakte von Helsinki, wo der Westen seine Grundwerte von Freiheit, Demokratie und Menschenrechte zum Teil der Ost-West-Beziehung macht und gleichzeitig die wirtschaftliche Zusammenarbeit als Mittel der Politik einsetzt. In beiden Feldern ist er überzeugender als der Osten. Und nun plötzlich Erkenntnis für orthodoxe Kreise in Moskau, was das eigentlich bedeutet. Da war die Gefahr groß und wie groß sie war, haben wir ja im August 1991 erlebt, als der Putsch stattfand. Deshalb war es schon verständlich, dass wir uns alle Sorge gemacht haben, in Moskau könnte etwas geschehen. Und das war auch der Grund, warum ich der Meinung war, dass man die sowjetische Führung in die Entwicklung voll einbeziehen musste, um nicht Gorbatschow und Schewardnadze in eine Lage zu bringen, wo sie als Getriebene der Entwicklung erscheinen müssten und diese für die deutsche Vereinigung ja entscheidenden 2+4-Verhandlungen gaben ja gerade der Sowjetunion die Möglichkeit der gleichberechtigten Mitwirkung. Dort waren sie eben nicht die Getriebenen, sondern dort waren sie Teilnehmer und dort haben wir uns über die entscheidenden Fragen verständigen müssen.